Ui, ui. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut, dann zeig mal her. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen. Wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Muss ja. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Okay. Ich habe dich gerettet. Dein Implantat war kaputt. Cletus ist ein Verräter und der Organon will Deponia zerstören. Du wirst von einem Piraten verschleppt. Okay. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja. Offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei es drum. Du kannst dich ja auch später noch bedanken. Oh Mann. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja. Ja. Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Oh, da hat die einen kleinen Hänger. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Oh Mann, gar nicht gut. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Oh ja. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Wir sollen den Organon zergraben. Abherren, wir sollen die Kutter flugtauglich machen. Wir sollten Argus eine Falle stellen. Wir sollten den Organon-Kreuzer kapern. Während du die Organons ablenkst,
schleiche ich mich zur Brücke. Dort verkleide ich mich als Steuermann, indem ich mir einen Bart aus einem Pinsel und etwas Leim bastle. Dann müssen wir nur noch etwas Draht und einen Schraubenzieher finden und... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Oh, dann let's go. So, jetzt wohin? Zurück, denke ich mal. Dann hauen wir mal ab. Oh ja, jetzt geht doch. Oh. Das sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Ey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Ha. Die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Schön. Ja, jetzt denke ich mal, dass jetzt das hier alles zum Einsatz kommt. Kannst du doch rüber schwimmen. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare Ihnen das lieber. Können wir die irgendwie ablenken? Strohhalm. Keine Ahnung. Einen Schritt, ich erspare. Gefährlicher und bewaffneter. Ach, das ist auch bewaffneter. Das ist bestimmt auch nicht ganz ungefährlich. Tonne mit Wasser. Genial! Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Okay. Neue Mission. Ja, das habe ich keine Ahnung. Müssen irgendwo... Hier können wir nicht weiter. Also müssen wir irgendwo hier sein. Tümpel. Ja, das wäre super krass. Aber wenn ich schwimme, sehen mich die Wachen. Und zum Tauchen fehlt mir die Ausrüstung. Was dann? Schauen. Schnabeltier, Kuscheltier, Kobel, Hupe, da kommen ja alle nur ins hin. Irgendwie ablenken vielleicht, jetzt frage ich wie. Nehmen wir vielleicht. Nein. Einen Schritt näher, ja. Spaß. Wie lenken wir die ab? Das ist die Frage. Wir müssen eine Taschenlampe. Ein Tümpel leuchten vielleicht? Weil das strahlt schon genug. Ja, das wäre sinnlos. Die Eingangshalle. Ja, geht nicht. Wie lenken wir die ab? Hier ist es hell genug. Es ist völlig egal, ob es hell einen genug ist. Einen Schritt näher und das ich erspare. Müssen wir bloß irgendwie ablenken. Bloß wie? Kein Plan. Backup-Tatasette, Taschenlampe, Strohhalm, Zuckerwatte. Vielleicht. Ich hoffe, Gold passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. So, jetzt in den Kofferraum.
Okay, jetzt bin ich hier. Ich spare mir meine... Ja, ja. Die Gabel ich spare ich. Mir mein... Nimm doch die Gabel mit, wenn du schon hier bist. Linkes Fenster rein. Au! Wo ist die Kurbel? Okay. Und hier rein. Du musst die Gabel mitnehmen. Okay, wir haben hier rein wegen der Hupe. Ja, wollt ihr die Kurbel mitnehmen? Nein. Okay. Ich spare mir. Vielleicht von da oben aus? Au! Ich spare mir. Okay. So, und jetzt Verdeck. Au! Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Okay, vielleicht dann hier hin. Ja, das geht. Was kann man denn hier machen? Nichts. Ach so, ich muss verdecken. Ja, klar, ich muss verdecken. Damit musste ich wahrscheinlich den Kofferraum hier zumachen, denke ich mal. Geht es hier hoch, aber. Eine Gabel oder. Und da können wir nichts anklicken. Ist ja nichts. Solange das Verdeck zu ist. Ja, wie komme ich jetzt weiter? Gehen wir hier durch. Hier ist Motorhaube, ein Motorhaubenausgang. Ich spare mir mein. Ja, wenn wir hier oben sind, kann ich es nicht mehr machen. Da geht hier nichts mehr. Vielleicht die Kurbel oder so, nicht schlecht. Ich spare. Ja, ja. Nein. Doch. Nimm doch die Kurve. Mein Gott. Kannst du wieder rüberwerfen oder so? Ich spare mir mein. Motorhauben. Motorhaube. Damit kann man auch irgendwas machen. Klar, mit dem zumachen oder so, aber. Wie? Ich spare mir. Soll ich das Verdeck hier aufkriegen, aber wie? Geht doch nicht. Zuckerwatte bringt uns nichts, Taschenlampe auch nicht. Hält doch an der Kurbel einfach. Oh. Ich spare. Hupe. Ich spare. Geht alles nichts. Der hier auch nicht. Ich spare. Hm. Und vielleicht die Gabel. Ich spare mir. So als Abschuss. Au. Dingens. Von mir aus vielleicht, aber da kommt der auch nicht hin. Ich spare. Ja, ja, von mir aus. Ich spare. Ich baue mir meine telegenetischen Kräfte lieber für später auf. Da kommt der auch nicht hin. Hä? Einen Moment. So, musste kurz auf Toilettchen. Alles wieder da. Stimmt, die Kurbel war ja für das hier, klar, es bringt uns ja nichts zu nehmen. Hupe. Gibt's ja nichts mehr. Rohr, ach so, okay. Jetzt die Hupe. Aha, das markerschütternde Hupen wird sie betäuben.
was uns zu Plan B bringt. Können wir jetzt da die Gabel reinstecken? Genau, und jetzt schießen. Was war das? Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet habe. Oh ja. So, jetzt ist das Verdeck offen. Au! Sieht man ja auch nicht, ne? Schnabelkuschel. Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Aha. Zaunausgang. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Kann nicht näher ran. Und da kommt es auch nicht mehr herunter, oder so? Nee, noch Kugel und Kugel und Kugel. Vielleicht nochmal da. Geht's nochmal da runter? Ein paar Mal drüber laufen. Ich kann nicht die Orga. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh, verdammtes Viech. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen, das... okay. Jetzt hab... Hallo? Du bist Puh, verdammtes Viech. Geh jetzt hier runter. Vielleicht ohne Grund. Hast du das gehört? Reiß dich... Ich kann nicht näher ran. Die Organons wird... Achso, die ändern da das Licht. Jetzt verstehe ich. Da muss ich den mitnehmen. Nach hier ich laufen. Ich kann nicht die Organ... Das nach hier laufen. Und jetzt das Schnabeltier hier hin tun. Jetzt so drüber laufen. Jetzt habe ich es auch ge... Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Aha, jetzt nehme ich da hin das Licht und wir kommen jetzt nach da hinten. Okay. Zum Kran. Kranhebel. Okay. Machen wir es eben so. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Okay, können wir dieses Kostüm hier mitnehmen, oder? Ja, nehmen Sie doch mit. Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnuckimaus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich, richtig? Tüdelühü. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Dann sind alle glücklich, richtig? Ja,
alle, bis auf die Deponianer. Ja. Wenn sie mich hintergehen, schneide ich ihnen persönlich ihren hässlichen Kopf ab. Ja, ja, ja. Whoa.